Herzlich willkommen zum GenTV NicoL Test von Worms Clan Wars, dem bisher umfangreichsten und besten Worms-Spiel überhaupt, sagen die Entwickler. Es ist exklusiv für den PC erschienen und soll noch mehr Würmer, noch größere Level, noch mehr Waffen und noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten bieten. Gespielt wird in wunderschön hoch auflösenden 3D-Leveln, aber im klassischen 2D-Gameplay. Außerdem gibt es erstmals Clan-Unterstützung und mit Wormnet ein rundum erneutes Lobby- und Chat-System. Wie sich Worms Clan Wars auf unserem Laptop geschlagen hat, erfahrt ihr hier im Test von GenTV NicoL mit Worms Clan Wars. Was uns schon mal sehr gut gefallen hat, sind die vielen verschiedenen Spielmodi, die es hier in Worms Clan Wars gibt. Die fallen einem auf den ersten Blick im Hauptmenü noch gar nicht mal so auf, sind nämlich noch dahinter ein bisschen weiter versteckt. Es gibt im lokalen Modus die Versus, die Wurm-Ops und die Story-Modi, wobei die Versus-Option die Deathmatch und die Festungsmatcher haben. Und zu den Wurm-Ops wird uns unsere beliebte Ansagerin gleich was erzählen. Welcome to Worm-Ops, the epicenter of the Worms Battle Station. Get to know the options available to you for optimum killing efficiency. There's also a biscuit fund you have to put into, apparently. You can do stuff here like change your Worm's class. That might be fun. You wouldn't have to be so common. Worm-Op training missions start here too and earn you valuable medals for improving your timings. Legal disclaimer, I, Tara Pinkle, will steal your medals. Flipping lawyers. Ja, danke schön fürs Erklären. Also die Worm-Ops, auch ein ganz besonderer Modi mit ganz viel Humor. To be a crypt robber and historical hooligan, you have to know how to locate and kill innocent enemy guards. Locate the worm guard in this scenario and obliterate him. Es ist auch dringend zu empfehlen, die Einzelmissionen vorher mal zu spielen, bevor man sich in den Multiplayer-Modus stürzt. Und in den besten Listen kann man natürlich auch mal schnuppern, wie man dann so in den verschiedenen Leveln sich geschlagen hat. Und von den Singleplayer-Missionen, die in der Schwierigkeit ständig weiter steigen, wollen wir uns jetzt mal ein paar Ausschnitte anschauen. Viel Spaß! You certainly broke a sweat there, didn't you? You look like you've just bashed a couple of brutes you caught ransacking your drawing room. We've all done it. You'll need to keep this form up if we're going to stop Mesmer from using the stone carrot to take over the worm's world, which would be wretched and woefully wrong. Gosh, how many W's was that? Intel thinks Mesmer is unlocking more of the stone carrot's magical secrets. It can now use it to levitate a small dog and poach an egg. Pretty naff. But once he knows how to use it fully, he will have mind control over all worms, and that means you chappies. We need to keep you separate so Mesmer's focus is spread more thinly. Oh, these enemy worm bods. They'll have to go, I'm afraid. See to it. Ja, die Singleplayer-Kampagne von Worms Clan Wars hat 25 Missionen, die man auf der Karte alle nacheinander abarbeiten kann. Und dazu kommen nochmal 10 Special Warm-Ops. Das ist auch ein nett gewählter Name. 10 Special Warm-Ops-Missionen, also insgesamt 35 Singleplayer-Missionen, die euch hier beschäftigt halten und an denen ihr eure helle Freude haben werdet, vor allem aufgrund des Schwierigkeitsgrades. Wie ich schon gesagt habe, wird es nämlich immer schwieriger, wenn man vielleicht fürs erste Level noch 10 bis 15 Minuten brauchte, wird das ab Level 10 schon gerne mal deutlich über eine halbe Stunde und wird zum Ende vielleicht auch mal über eine Dreiviertelstunde dauern, weil ihr einfach eben gucken müsst, wie kommt ihr da weiter, was muss ich da jetzt genau machen, welche Waffe setze ich da am besten ein und was machen die Gegnerwürmer genau. Ja, die Missionen sind alle schön gestaltet und nett animiert, also man kann hinein und herauszoomen, wie man möchte. Das sieht alles sehr gut aus. Es laggt auch nicht auf unserem Laptop. Wir haben einen Intel Core i5 Prozessor mit einer Nvidia GeForce GT630M. Die hat also 1 GB dedizierten Grafikspeicher. Und darauf läuft das Spiel recht lustig. Lediglich bei den Intros ruckelt es ein bisschen, aber im Spiel ansonsten überhaupt nicht. Ja, und Langzeitspielspaß würde ich sagen, ja, zwischen 20 und 30 Stunden. 20 eher für den Hardcore-Worms-Fan. 30 eher für den Casual Player. Und dann gibt es auch die besten Listen, das heißt, man kann ja auch die Level durchaus nochmal spielen, um sich dort zu verbessern. Was noch gesagt werden muss, wir haben hier natürlich den speziellen Humor nicht nur der Ansagerin, sondern auch der Würmer selber. Das merkt man also auf jeden Fall, dass das Ganze
der schwarze britische Humor ist, was das ganze Spiel also noch lustiger, noch erfreulicher und noch spaßiger macht. Also so ein spaßiges und mit Wortwitz arbeitendes Spiel hat man lange nicht gesehen. Außer man kennt die früheren Teile von Worms. Und wir wollen jetzt mal einen Blick ins Hilfemenü von Worms Clan Wars werfen, um euch da ein bisschen zu zeigen, wie das Ganze so funktioniert und was da so alles neu ist. Otherwise, a morbidly obese lady is going to do karaoke for the Worms World, I'm afraid. Ja, also, wie gesagt, dann schauen wir hier mal rein. Was ist neu? Es gibt neue Features. Lasst euch überraschen, steht hier. Also, ihr könnt also einen existierenden Clan beitreten oder ihr könnt euren eigenen gründen. Da könnt ihr an Ligaspielen teilnehmen und um den Auf- und Abstieg spielen, sowie Freunde einladen, um den Clan wachsen zu lassen. Den Clan könnt ihr natürlich zum Spaß oder weil es eure Profession ist spielen. Ihr könnt im Einzelspieler-Story-Modus spielen. Hier wird gesagt, dass die schwierigen Deathmatch-Missionen von früher Geschichte sind und dass stattdessen jetzt Plattformen, Rätsel und Action angesagt sind. Man kann mit der Story jedes Mal sein Arsenal der verfügbaren Waffen weiter vergrößern. Es gibt jetzt noch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Wurmklassen. Darum ist also jedes Wurm-Teammitglied ist also ein wichtiger Bestandteil der Gesamtstrategie und sollte immer so eingesetzt werden, wie es am besten für die Gegner nützlich ist. Ne, sag ich mal, also ob jetzt menschliche Gegner oder die Gegner in den Einzelspielerkampagnen. Ja, hier steht, es gibt fantastisch aussehende Landschaften, das kann ich bestätigen, die noch größer sind. Es gibt komplette Tag-Nacht-Simulation jetzt zum ersten Mal. Das ist natürlich sehr schön und sieht auch gut aus. Ja, kommen wir zu den Grundlagen. Das ist für euch nur interessant, wenn ihr noch nie Worms gespielt habt. Das werden aber sicherlich einige sein, die die Teile noch nicht kennen. Von daher ist natürlich immer die Frage, ist jetzt Worms Clan Wars auch ein Spiel für neue Spieler, die Worms noch nie gespielt haben? Da sage ich mal, okay, das wird schwierig. Also die Schwierigkeitsstufe steigt wirklich steil an. Und die ersten Missionen fungieren sozusagen als Tutorial. Ja, und da wird euch dann in kleinen Pop-Ups immer gezeigt, was ihr da gerade zu machen habt. Was manchmal aber nicht ganz stimmig ist, weil es da einfach, es wird nur einmal irgendwie, die Waffe wird nur einmal halt angekündigt und später muss man halt auch von alleine drauf kommen, dass man die nutzen soll. Also am besten für Neueinsteiger vielleicht mit jemandem spielen, der sich schon damit auskennt. Ja, oder ansonsten vielleicht die Walkthroughs benutzen, denn ansonsten wird es ja ein bisschen frustrierend, wenn man da zunächst einmal nicht weiterkommt. Ja, das Ganze ist so rundenbasiert, also ihr habt immer eine bestimmte Zeitanzahl, die könnt ihr Multiplayer auch selber einstellen, wie lange das sein darf. Und ja, am meisten gewinnt das Team, was am Ende noch lebende Würmer hat. Also steht hier ganz lustig gesagt. Also nicht nur der Sound ist hier, oder die Ansagen oder die Würmer sind lustig, sondern auch dieses Hilfemenü hier. Ja, bewegen könnt ihr euch. Also ihr könnt das ganze Spiel mit der Tastatur und mit dem Game Controller spielen. Mir selber hat es am besten gefallen mit dem Game Controller, muss ich ehrlich gesagt hier mal erwähnen. Zum Glück ist das Spiel komplett Controller geeignet. Ja, das wird auch extra darauf hingewiesen, dass man es mit dem Controller spielen kann. Ja, für mich als alten Konsolenzocker vielleicht einfach, weil ich es besser gewöhnt bin und mit den Tasten auf der Tastatur da nicht so dran gewöhnt bin. Aber das ist vielleicht bei jedem anders. Aber mir hat es auf jeden Fall mehr mit dem Controller Spaß gemacht und da war es auch einfacher, die Würmer hier zu steuern. Ja, die Kamera steuert man normalerweise auf dem Controller mit dem rechten Stick. Ja. Du habt natürlich keinen Stick. Deshalb wird hier also nochmal erklärt, wie das aussieht. Wie wird die Kamera gesteuert? Wie kann man sich umsehen? Man kann ja reinzoomen, man kann rauszoomen, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, um seine Strategie besser zu planen. Und dafür sollte man auch manchmal etwas weiter heraus zoomen. Es gibt auch welche, die spielen in der herausgezoomten
Ansicht die ganze Zeit. Mir selber wird es nicht so viel Spaß machen. Ich möchte lieber halt die Würmer sehen, weil die sind halt sehr lustig animiert, wenn die da mal was machen. Und ja, hier steht jetzt was vom Waffendisplay. Dazu muss man also das Waffen-HUD aufrufen und dann die Waffen entsprechend auswählen. Das finde ich mit der Maustaste ehrlich gesagt ein bisschen tricky. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob das hier nur an meinem Gerät lag, aber ich fand, die Maus ist da ein bisschen zu unsensibel, um das alles vernünftig einzustellen, sodass ich das dann lieber mit den entsprechenden Pfeiltasten ausgewählt habe, als mit der Maus, weil die Maus, finde ich, reagiert manchmal nicht so richtig. Vielleicht ist das ja jetzt nur auf meinem Gerät der Fall und bei anderen nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Anmerkung, die ich hier im Rahmen des Tests auf jeden Fall machen möchte. Außerdem finde ich die ausgewählte Waffe, die Information der ausgewählten Waffe erscheint ein bisschen verzögert, jedenfalls auf meinem System. Ich wünschte mir, dass das also schneller zu sehen ist. Wie heißt jetzt die Waffe genau? Denn manchmal kann man von den Bildern ja nicht alles erkennen. Entsprechend natürlich für die neuen Steiger, die natürlich überhaupt mit den Symbolen nichts anzufangen zu wissen, mit den Waffen natürlich schon mal gar nichts. Und was man sich auch noch wünschen könnte, wäre, dass vielleicht auch eine kleine Bemerkung dazu aufpoppt, die dann genau sagt, was man dieser Waffe machen kann. Halt nicht nur den Namen der Waffe, sondern eben auch, was die Waffe genau macht. So, ich weiß, ihr habt schon drauf gewartet. Lasst uns einen Blick auf die Waffen werfen. Da gibt es eine ganze Menge, wie man hier sehen kann. Die müsst ihr euch alle nach und nach freischalten. Und eine Waffe, die ihr einmal im Inventar bekommen habt, behaltet ihr auch weiter mit dabei bei den Singleplayer-Missionen. Ja, ich bin hier alle mal einfach durchgegangen, damit man einfach mal schauen kann, was es hier so gibt. Ein Wasserangriff, Wasserbombe, eine Flammenfaust, ein Pupskissen ist auch mit dabei, ein Aquapack, Blitzschlag, Elektromagnet. Ja, also jede Menge Auswahl, mit denen sich die Würmer hier gegenseitig ihre Köpfe oder auch Schwänze, Würmerschwänze, wegschießen können. In Worms Carvers sind eure Würmer individuell anpassbar, was dem Spiel natürlich einen besonderen Flair gibt, denn so sieht eigentlich fast jeder Wurm irgendwie anders aus. Ne? Ihr könnt zum Beispiel einen Namen vergeben, ihr könnt das Outfit wechseln. Ich bin die mal hier alles schnell durchgegangen, damit ihr mal sehen könnt, was da so alles gibt. Mein Wurm trägt jetzt so eine lustige 3D-Brille, aber was ihr auswählt, ist natürlich auch euch überlassen. Ihr könnt da verschiedenen Schmuck auswählen, Fußball oder Mikrofon, je nachdem. Die Grabsteine sind wichtig, weil die erscheinen, wenn euer Wurm halt leider draufgehen musste. Ihr könnt verschiedene Siegestanze, da gibt es sicherlich noch weitere dazu im Verlauf des Spiels und auch die Sounds, und da können wir jetzt mal reinhören. There's an overhead right. I need some sort of healing. A fun packed prize. Take this little ball of green cheese. One man's trash is another man. Zum Abschluss noch etwas zum Multiplayer in Worms Clan Wars. Da habt ihr ja die Möglichkeit, als Clan zu spielen und euch als Clan in eine Liga einzutragen. Dort könnt ihr auf- und absteigen, ihr könnt euch hocharbeiten und auch runterfallen, je nachdem. Ihr könnt aber auch ganz einfach Freundschaftsspiele austragen mit eurem Clan, je nachdem, wie es euch gefällt. Ich will euch jetzt mal einen Ausschnitt aus einem Multiplayer-Spiel zeigen. Beim Multiplayer habt ihr natürlich die Möglichkeit, ganz normal auf Rangliste zu spielen oder auch ein Freundschaftsspiel auszutragen, Spiele zu erstellen oder auch Spiele beizutreten. Bei den Clan Wars ist uns im Test aufgefallen, dass wir das öftere mal kein Spiel finden konnten. Bei den normalen Multiplayer-Spielen hingegen schon findet sich recht schnell immer ein Gegner. Darauf deuten übrigens auch die Zahlen hin, die es in der offiziellen Statistik zurzeit gibt. Es wurden wohl bisher anderthalb Wochen nach dem Release nur 76.834 Multiplayer-Spiele ausgetragen. Das finde ich ziemlich wenig, muss ich sagen. Und es gibt wohl auch nur 1.955 Clans. Also ich hätte die Zahl der Clans schon in den 10.000, wenn nicht gar 100.000 erwartet. Und die Online-Spiele, hätte ich auch gedacht, das geht eher in die Millionen.
Also entweder spielen das bisher noch nicht so viele online oder das Spiel wurde halt nicht so oft verkauft, was schade ist, denn es ist eigentlich ein sehr schönes Spiel, durchaus zu empfehlen. Für Worms-Fans auf jeden Fall, für Neueinsteiger braucht es schon ein bisschen eine ordentliche steile Lernkurve, die da erreicht werden muss, um das Spiel richtig genießen zu können. Ansonsten für Worms-Fans auf jeden Fall zu empfehlen. Für Worms Neulinge holt euch vielleicht jemand, der schon mal gespielt hat und der euch ein bisschen in die Welt der Würmer einführt, damit ihr dann ein bisschen leichter habt. Von daher, unsere Blockkatze Nikki Kitty vergibt für dieses Spiel ein Gut. Das heißt, es ist nicht die beste Wertung, aber die zweitbeste Wertung. Das heißt, das Spiel ist durchaus zu empfehlen für Worms-Liebhaber. Für Neulinge ist es ein bisschen schwer. Da sollte vielleicht noch ein bisschen was dran gemacht werden, dran gebastelt werden. Und es macht auch keinen Spaß, im Multiplayer immer zu verlieren, wenn man jetzt neu ist. Das war der Test von Worms Clan Wars von GenTV, Nico L. Und wenn ihr, vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem ordentlichen, fünftigen Multiplayer-Match in Worms Clan Wars. Also bis dann, viel Spaß mit den Würmern. Ciao, ciao.